Ja, geschafft habe ich, dass bei der Wirtschaftskammerwahl 2020 ein Wahlbetrug aufgedeckt wurde und dass es auch eine Verurteilung gegeben hat und dass sich dadurch hoffentlich in Zukunft etwas ändert und die Wirtschaftskammerwahlen fair ablaufen werden. Ja, schwierig war, dass das natürlich am Anfang geleugnet wurde von den zuständigen Personen in der Kammer und dass ich sehr unter Druck gesetzt wurde, auch als Person. Aber ich habe mich dem Druck nicht gebeugt und bin weiter dran geblieben und das hat sich gelohnt. Ja, das nächste Projekt ist, dass wir als Grüne Wirtschaft Burgenland neue Wege gehen und uns zu einer Regionalgruppe mit Niederösterreich zusammenschließen. Wir wollen dadurch besser in den einzelnen Regionen, also im Norden, Mittel- und Südburgenland vertreten sein und Synergien schaffen, um wirksamer vor Ort zu sein. Ja, und darauf freue ich mich schon.